Guten Tag, liebe Herren. Mein Name ist Xenia Droben. Ich bin Partnervermittlerin schon seit 20 Jahren. In diesem Video möchte ich Ihnen erzählen, was sind die Vorteile von unseren Single-Dating-Events in Kiew. Die nächste Single-Dating-Party in Kiew findet am 25. und 26. Mai statt. Also merken Sie bitte diese Daten, save the date. Die Vorteile. Also natürlich werde ich in erster Linie über die Vorteile erzählen und dann ein bisschen über die Nachteile, damit Sie informiert sind und damit Sie wissen, was es ist und ob das Ihnen überhaupt passt. Wir sind die einzige Anbieter, die einzige Partnervermittlung, die Single Dating Event für europäische Männer in Kiew überhaupt macht. Wir sind die einzigen, insbesondere für die deutschen Herren. Es gibt amerikanische Anbieter, die das machen, aber das sind große Gruppen und nicht organisiert und das ist Chaos und zu viele Menschen. Man kommt nicht zum normalen Gespräch. Man weiß nicht, welche Damen kommen. Das ist alles zu viel, zu, sagen wir, zu amerikanisch. Es tut mir leid. Wir machen es etwas anders und ich wiederhole nochmal, wir sind die Einzigen, die es machen. Also, jetzt zu Vorteilen. Also, Werbung ist vorbei, jetzt die Vorteile. Erstens, da sind nur 2 Tage. Das bedeutet, Sie müssen nicht eine Woche in der Ukraine verbringen, um mehrere Frauen kennenzulernen. Sie verbringen 2 Tage. Sie können am Freitag ankommen. Samstag und Sonntag sind die Partys. Am Montag können Sie wegfliegen. Sie können etwas länger bleiben, um die Zeit mit Favoriten zu verbringen. Aber müssen Sie nicht. Sie können wirklich so zwischen der Arbeit kurz in die Ukraine fliegen. Sie brauchen kein Visum für die Ukraine. Das wissen Sie wahrscheinlich schon. Das ist auch viel einfacher. Aber einen gültigen Reisepass brauchen Sie doch. Bei unseren Partys, sie entscheiden selber, beziehungsweise die Herren bestimmen, welche Damen zu den Partys eingeladen werden. Das bedeutet, wir kriegen von ihnen Steckbrief, und wir bekommen ihre Kontaktwünsche. Und wir als Partnervermittlung, wir werden versuchen, die Damen aus ihren Listen zu den Partys einzuladen. Falls es zu viele Absagen wird, dann werden wir sie deswegen ansprechen, neue Kontaktwunschliste zusammenstellen oder von unserer Seite Partnervorschläge machen. Also wir arbeiten vor der Party schon, damit sie wissen, wer kommt und damit sie als Kunde, als Mann bestimmen, wer eingeladen wird. Weil wenn der Mann 25 Jahre alt ist, es bringt für ihn nichts, mit den 50 Frauen während der Party zu unterhalten. Deswegen wir korrigieren das alles, wir machen unsere Partnervorschläge und wir bekommen ihre Kontaktwünsche und irgendwo in der Mitte treffen wir uns. Als Folge, dass wir im Voraus wissen, welche Damen kommen. Das bedeutet, Sie als Kunde bekommen auch die Kontaktdaten von allen anwesenden Damen. Es ist keine Stand-up-Party, wo Sie stehen und Sie müssen von Dame zu Dame rumlaufen und die Kontaktnummern irgendwo aufschreiben. Nein, das machen wir nicht. Das ist nicht unser Niveau. Bei unseren Partys, Sie bekommen die Listen von den Damen, die anwesend sind. Das bedeutet, wenn Sie nach der Party mit einer Dame Zeit verbracht haben, dann können Sie doch auch andere Damen anschreiben am nächsten Tag und vielleicht weitere Folgedates vereinbaren. Bevor Sie zu den Partys gehen, also bevor Sie an die Damen reingehen, mache ich für Sie ein Seminar. Im Rahmen dieses Seminars werde ich Ihnen wirklich klar und deutlich erklären, was sind Go's und was sind No-Go's bei den ukrainischen Frauen, was sie gut machen können und was sie verderben können. Also sie bekommen von mir wirklich nutzlose Tipps und dazu noch in die Informationen zu der Kultur, zu der Mentalität, zu den Erwartungen von den Frauen. Wir werden im Rahmen des Seminars auch ein bisschen trainieren, wie Sie manche Fragen von den Damen antworten könnten, damit Sie schon wieder nichts verderben, damit Sie den richtigen Eindruck hinterlassen. Und dann sind Sie, sagen wir, theoretisch gut bewaffnet. Das bedeutet, Sie gehen dann zu der Party, ist nicht einfach, ja, also schöne Frauen und was kann ich tun, sondern Sie wissen schon, wo Sie anfangen, welche Fragen Sie stellen können und welche Fragen vielleicht lieber nicht. Vorteil von der Party, von einer Party in dem Format, wie ich das mache, ist, wir laden mehr Damen ein als Herren. Das bedeutet, der Mann kommt und normalerweise für jeden Herren sind 2, 3 Damen da.
Es ist trotzdem ein bisschen wie Speed-Dating. Das bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, mit allen Damen zu kommunizieren. Das ist im Format eingeplant. Und von einer Seite bedeutet das, Sie haben viele Damen, aber das ist aufgeteilt und Sie haben genug Zeit, mit allen Damen zu kommunizieren, um den ersten Eindruck zu bekommen. Es ist eigentlich, wie ich normalerweise sage, gut organisierter Chaos. Vorteil von diesen Tischwechseln oder ja, Challenges oder wie man es nennt, also wirklich diese mit verschiedenen Gruppen bestimmter Zeit zu kommunizieren, so wie Speed Dating und man geht weiter. Der Vorteil ist, gegenüber dem normalen Date, wenn Sie zu einem normalen Date gehen und die Dame gefällt Ihnen nicht, dann müssen Sie trotzdem 1 Stunde oder 2 Stunden mit der Dame bleiben, und um einen netten Eindruck zu hinterlassen, um Gentleman zu sein. Und wenn die Dame nicht gefällt, dann ist es schwierig, 1 Stunde zu kommunizieren oder Themen zu finden. Bei diesem Gruppenspeed-Dating bedeutet es, sie bleiben am Tisch 10 Minuten oder 15 Minuten oder auch 20 Minuten. Aber das ist kein Date. Und sie wissen es ganz genau, in 20 Minuten gehen sie zum nächsten Tisch, wo vielleicht andere Damen sitzen, die ihnen besser passen. Und das ist keine Beleidigung, weil wenn sie im normalen Date in 20 Minuten aufstehen und sagen, ja, weißt du, ich muss gehen, dann können sie die Frau kränken. Bei einem Gruppenspeed-Dating machen sie es nicht, weil das ist die Regel und alle wissen, der Mann geht vom Tisch zum Tisch weiter. Also das spart Zeit, das spart wahnsinnig viel Zeit und man bekommt wirklich diesen, sagen wir, biologisch-chemischen Eindruck und nicht unbedingt tiefe, grundlegende Kommunikation, aber trotzdem der erste Eindruck. Und dann nach dem Event, nach der Party, können Sie mit den Damen Zeit verbringen und dann vielleicht besser die Frauen kennenlernen, aber nur die Damen, die Ihnen gefallen haben und wo Sympathie auch gegenseitig ist. Also nochmal Vorteile. Sie brauchen kein Visum. Sie wissen ganz genau, welche Damen kommen. Sie bekommen Kontaktdaten von allen Damen. Sie müssen mit den Frauen nicht lange reden, sondern sie bekommen den ersten Eindruck und keiner dabei ist beleidigt. Das bedeutet, man trifft die Frauen wirklich, sagen wir, ja, ohne Verpflichtungen. Das klingt komisch, ich weiß, aber das ist so. Im Rahmen der Partys essen unsere Gäste auch zusammen. Das ist auch eine gute Gelegenheit, sich nochmal zu mischen und nochmal die Damen anzusprechen, die am meisten gefallen haben. Und nach dem Part ist es genug Zeit, mit den Favoriten zusammen Kiew zu erkunden. Und dazu bekommen Sie Kontaktdaten von allen anwesenden Damen und theoretische Vorbereitung ist auch da. Am Samstag haben Sie Seminar und eine Party, am Sonntag haben Sie 2 Partys nacheinander. Das bedeutet, die Auswahl ist groß und es ist eher unwahrscheinlich, dass Sie mit leeren Händen ausgehen. Wir sind als Agentur immer vor Ort, wir sind immer da und wir helfen Ihnen gern. Und ja, rein statistisch ist es wirklich eine sehr gut funktionierende Möglichkeit, die Frauen kennenzulernen, weil bei den Partys, sie kommunizieren nicht mit den Profilen. Weil es ist nicht so, ja, also ich kann mir nur 3 Dates leisten und dann treffe ich nur 3 Frauen, aber die Bilder sind nicht so wie das Leben oder der Eindruck ist anders oder sie redet irgendwie komisch. Also wirklich dieses Menschliche. Bei den Partys, sie kommunizieren mit den Menschen. Und oft ist auch so, dass die Damen, die auf den Bildern nicht so gut aussehen, eher nicht fotogen sind, sie punkten bei den Partys, weil sie haben Charisma, sie können kommunizieren, sie strahlen ja Weiblichkeit aus. Und da kann man wirklich die Menschen kennenlernen und nicht die Profile. Nachteil kommt von dem Vorteil. Diese Partys passen zu den Menschen nicht, die Schwierigkeiten haben, mit mehreren Menschen in kurzen Zeitraum zu kommunizieren. Das bedeutet, wenn sie von sich wissen, dass sie sich nicht konzentrieren können oder vielleicht ja, gar nicht kommunikativ sind und sie brauchen wirklich viel Zeit, um rauszugehen, aus ihren Grenzen zu gehen, dann ist wahrscheinlich die Party nicht für sie. Dann müssen sie die Damen im Einzeldate-Modus treffen. Ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen mit den Informationen. Nochmal Save the Date, 25. und 26. Mai, Kiew.
Sie können sich anmelden. Die Party findet definitiv statt. Ich werde Sie vor Ort persönlich betreuen. Wir werden für Sie auch ins Deutsche übersetzen, falls Sie kein Englisch sprechen. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ja, wir haben sehr viele Herren genau bei diesen Veranstaltungen vermittelt. Ich warte auf Ihre Anmeldungen. Tschüss!